Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Let's Play-Reihe Diablo 3 The Reaper of Souls. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und naja, jetzt bin ich gerade hier in der Stadt am Rumlaufen und stehe vor der Tür. Beim letzten Mal bin ich hier stehen geblieben. Und ja, gehen wir einfach mal rein, gucken mal, was drin los ist. Ah, und da geht's auch direkt schon los. Direkt voll auf die Fresse hier. So muss das sein. Richtiges Gemetzel. Hey, wir müssen meine Freunde retten. Welche Freunde? Du hast Freunde? Aber erstmal hau ich hier die Schränke kaputt. Und plünder die Leichen. Weil ich hoffe, dass da was drin sein könnte. Ich glaube, ich muss hier hoch. Das ist alles Justinians Schuld. Und so jemand nennt sich König. Wir haben ein paar große Brummer dazwischen. So, kicken wir mal. Ist hier noch irgendwas? König Justinian ist bestimmt bereits aus der Stadt geflohen. Es ist an der Zeit, dass das Volk sich auflehnt. Nein, jetzt ist der Augenblick gekommen, in dem alle am gleichen Strang ziehen sollten. Aber dies ist die Gelegenheit, uns vom Joch des Königs zu befreien. Ui, was hast du denn für einer? Wir haben neues Wissen erreicht. Nehmen wir alles mit, wir nehmen alles in Klamotten mit, was wir finden können. Das werden wir alles zerlegen. Als ich das erste Mal auf einen Leichenerwecker traf, nahm ich an, ihn besiegen zu können. Dann streckte er den Arm aus und der Boden vor ihm wurde in einem spektralen Licht gebadet. Die Knochen von Menschen und Tieren erhoben sich aus der Erde und kamen auf mich zu. Okay. Nichts Sinnvolles wieder dabei gewesen. Schade. Was haben wir hier? Kritischer Trefferchance. Ach, das ist doch, oder? Nein. Nichts für mich. So, weiter geht's. Ist auch noch eine Tür. Nicht genug Wut. Ja, Wut sollte man immer aufbauen. Ohne Wut. Kein Gemetzel. Ah, ich glaube, ich habe es geschafft. Danke für eure Hilfe. Aber das ist noch nicht das Ende. Der König hat uns alle im Stich gelassen. Wenn ihr mir nicht glaubt, lest dies. Sein privates Tagebuch. Woher habt ihr das? Nun, sagen wir einfach, es stammt von jemandem, dem etwas an uns einfachen Leuten liegt. Ich bin so erschöpft. Warum musstest du von mir gehen, Bruder? Ich war nie dazu bestimmt, König zu sein. Der Adel droht mit Aufstand, um mich seinem Willen zu unterwerfen. Sie werden mir die Unterstützung versagen, wenn ich die Bauern nicht klein halte. Meine Position ist hoffnungslos. Naja, ich weiß ja nicht. Das ist bestimmt eine Fälschung. Ich meine, kommt das denn mal vor, dass der König, ne? Einfach so das Weite sucht. Ich geh nochmal hier rein. Ein Tor! Komm zurück. Wow, großer Brummer! Ich brauche Wut. Also Gold scheint hier echt gut zu verlieren hier. Erstmal hier links, hier ist nichts gut. Na, ich erforsche mal die ganzen Gegenden hier. Kann ja mal sein, dass da irgendwas Tolles, Nettes dabei ist. So, hier haben wir noch eine Tür, da gehen wir natürlich auch direkt rein. Ein Zeuge, schnappt ihn euch! Ein Zeuge?
War's das? Ach nee, das ist eine Tür. Sie halten meine Eltern oben fest. Aber vorher schlage ich ein paar Fässer. Warum? Weil es mir Spaß macht. Eine Elite! Kommst du wohl zurück? Sie haben ihn getötet. Mutter, wo ist Mia? Ich habe sie durch das Bücherregal unbemerkt nach draußen gebracht. In die Gasse? Dort draußen sind Banditen. Oder gar noch Schlimmeres. Na sauber. Nicht genug Wut. Schon wieder. Tötet sie. Die Niete, die können so viel einstecken. Das ist schon echt der Hammer. Kaylin, ich dachte, du hättest mich zurückgelassen. Nein, Schwesterchen. Niemals. Komm mit mir. Mutter wird sich so freuen, dass du am Leben bist. Also ich muss sagen, jetzt so vom Questen her macht das richtig Bock. Ich finde es sogar noch einen Tacken besser als vorher. Also da haben sie sich echt gut was aus eingefallen lassen. Passiert hier noch was? Nö, anscheinend nicht. Okay, ja, weiter geht's. Na, gehen wir mal hier weiter. Zu viel. Meine Kleidung zu ändern. Etwas, das sich besser zum Kämpfen eignet? Oh nein, ihr missversteht. Ich spreche doch nur von einem anderen Farbton. Ein anderer Farbton. So was kann auch nur eine Frau fragen. Hier gehe ich noch nicht durch. Ein anderer Farbton. Kann ich ihre Sachen auch noch färben? Ich kann nichts mehr aufheben. Das ist schlecht. Gucken, war jetzt irgendwas dabei, was man vielleicht benutzen könnte? Ohne in Zähigkeit zu verlieren. Ich glaube, das ist ein bisschen was wichtig hier. Was haben wir denn hier? Schaden und Zähigkeit. Aber Heilung minus. Hm. Was haben wir denn für andere Sachen drauf? Speer der Uran. 10%. Okay, benutze ich ja nicht. Maximale Wut. 2,2% Chance pro Treffer den Gegner zurückzustoßen. Lass mal. Aber wäre cool, wenn man jetzt hier mal so ein... Ich brauche Wut. Kommen nur alle ran hier. Genug für alle. Ich bin überlastet. Boah. Hier auch die Stats. Ah, da kann ich die Stats sehen. Gut, lassen wir mal liegen. Wäre mal cool, wenn hier mal so ein Portal kommen würde. Ich muss nämlich ein paar Gegenstände kaufen.
Hui, wer bist du denn? Haus. Und Leichen. Mit viel Gold. Das ist immer gut. Na, das ist ja auch nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Dum, 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 dum. Oh, da ist der Fall. Dann gehen wir erstmal hier lang. So, da gibt's. Hier geht's nun zurück zum Weg. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal. Da vorne ist noch eine Tür, die nehmen wir noch. Ist nicht das Werk von Seelenerntern. Was ist hier geschehen? Noch mehr Tote? Ja, die ganze Stadt ist übersät von Toten. Tod den Adligen! Was passiert hier? Revolution! Unsere Unterdrücker müssen gestürzt werden. Der König ist in der Stadt, aber wir haben ihm eine Falle gestellt. Die gesamte Stadt wird angegriffen. Und ihr wollt den König in einen Hinterhalt locken? Seid ihr des Wahnsinns? Was? Ihr wollt euch uns nicht anschließen? Dann sterbt zusammen mit unseren Feinden. Ich kann nicht mehr tragen. Lord Winton, wir sind über die Nachricht von einem überlebenden Regiment hocherfreut. Mit dieser neuen Streitmacht können wir das Blatt wenden und unsere Stadt retten. Eure Differenzen mit der Krone sind kein Geheimnis. Doch wir sind froh, dass ihr in diesen gefährlichen Zeiten darüber hinwegsehen könnt. Westmark wird bestehen. Okay. Sieht aus, als wären die Dämonen in der Stadt nicht das einzige Problem. Ist aber echt cool zu sehen, dass die halt andere Probleme haben als die ganzen Monsterviecher hier. Finde ich schon ziemlich hart. Angekommen, wo wir hin wollten. So, gespeichert. Mal gucken, ob es hier. Nach Jahren des Flehens ließ sich der Angiris-Rat endlich darauf ein, mich mit der Suche nach Maltael zu beauftragen. Ich werde nicht versagen, denn die Anwesenheit meines Meisters in den hohen Himmeln wird dringend benötigt. Da ihm Maltaels wachsende Faszination mit den Menschen aufgefallen war, rief Tyrael mir in Sanctuario mit der Suche zu beginnen. Zurück mit euch! Ist ja ekelhaft hier. Diese Todesmaid kontrolliert den Seelentiegel. Doch nicht mehr lange. Nö, ja, jetzt hauen wir mal richtig auf die Klappe. Ja, ich glaube, das wird gleich noch ein netter Endkampf.
Berserker-Modus, dann bewahre ich mir mal schön für gleich auf. Shit. Ihr habt die euch überkommen, das Finster nicht selbst zu verantworten, Sterblicher. Ja, mal gucken, ob du das auch überlebst. Epic, epic. Da ist ein Epic. Beziehungsweise legendär. Mal gucken, was ich dafür wegwerfe. Ich werfe einfach mal das weg. So, Ring. Mal gucken, was der hat. Rechtsklick drauf, da kann man den nämlich entfesseln. Und dann kann man gucken, was denn da drin ist. So, Angriffsgeschwindigkeit um 5% erhöht. Chance bei Treffern 11%. Ich kann meine Augen nicht schließen und diesen Anblick vergessen. Er wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Flächenschaden zu verursachen. 11% Bewegungsgeschwindigkeit. Das Gift. 14% mehr Gold von Gegnern. Den werde ich auf jeden Fall anlegen. Ich glaube, dafür nehme ich den weg, ja. Auf jeden Fall. Also den lege ich an. So. Mein Gepäck ist voll. Ja, ich weiß. Danke. Ich wusste, dass ihr rechtzeitig kommen würdet, um mich zu retten. Wie konntet ihr das wissen? Ich bin Myriam Yassir, eine Seherin der Vezin. Ich habe unser Treffen vorhergesehen. Doch nicht dieses Grauen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ein einziger Seelentiegel ist noch übrig. Wenn ihr ihn zerstört, werden die Maiden keine weiteren erzeugen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen los, und zwar jetzt. Na dann. Werden wir das wohl tun. Nie fallen. Okay. Maltael, er beobachtet euch. Ja, scheint so. Ich konnte Maltael in Sanctuario nicht ausfindig machen. Aber was ich fand, waren viele Menschen. Zu viele. Sie morden, sie betrügen einander und lassen es zu, dass derweil ihre Brüder an Hunger sterben. Sollte ihre wahre Macht jemals freigesetzt werden, ist unser aller Schicksal besiegelt. Sie haben die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen. Und sie wählen zumeist das Letztere. Boah. Da krieg ich richtig Gänsehaut, ne? Ihr solltet euch zur Enklave der Überlebenden aufmachen. Hier draußen ist es nicht sicher. Unsinn, ihr werdet mich schon beschützen. Ja, genau. Wenn ich gesehen habe, was diese Dinge einem antun können, sagen wir einfach, dass ich die Zerstörung des letzten Seelentiegels mit eigenen Augen sehen muss, wenn ich jemals wieder ruhig schlafen möchte. Kommt her. Ich bin ja richtig im Blutrausch. So, hier haben wir ein Portal. Das ist richtig gut. Also hier muss ich nachher wieder hin. Dann gehen wir mal in die Stadt. Verkaufen wir hier, also, beziehungsweise zersetzen wir hier mal die ganzen Gegenstände, die ich bekommen habe. So. Alles klar. Können wir noch irgendwas reparieren? Wenn wir gerade dabei sind. Ich habe gehört, dass der Engel des Todes. So. Packen wir die Sachen alle schön hier rein. Ich glaube, das könnte vielleicht noch was für die Magieron sein. Ja. Passt das da rein? Wenn ihr darauf besteht. Geschenke machen Freunde. Neuer Erfolg.
Das ist immer gut. Ja gut, hier in der Stadt müssen wir jetzt wieder mit sehr, sehr vielen Leuten reden. Könnte noch interessant werden, aber ich will jetzt erstmal... Was haben wir hier? Ich guck mal, ob ich den... Wo gerade dabei sind. Bauen wir die Schmiede auch nochmal aus. Schön, euch wiederzusehen. Hätte nie gedacht, dass ich in die Stadt zurückkehren würde. Aber dank euch ist es sicher genug, um meinen Laden wieder aufzumachen. Oh, na dann. Wenn man das Sachen, die ich nicht brauchen kann. Aber egal. Was wollte ich jetzt machen? Warte mal, die Sachen habe ich alle rausgepackt. Ach, ich hatte da noch zwei Gegenstände, die wollte ich mir eben entwerten. Genau. Schmeißen wir sie mal wieder zurück in die Kiste. Die auch, die auch. Brauchen wir jetzt nicht, brauchen wir nur zum Aufwerten. Zum Schmieden. So. Gut. Wir sind auch schon wieder am Ende von unserem Let's Play angekommen. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht oder ein bisschen mehr Spaß gemacht, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und ja, ich würde sagen, bis dahin, ne? Haut rein, Leute. Ciao.